zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe meinen Karton, also ich habe eine Bestellung bekommen von Sweet Marilou. Ich habe den Karton jetzt nicht extra noch auf den Tisch gestellt, euch gezeigt, wieder runtergestellt. Habe ich jetzt einfach gelassen. Der steht jetzt quasi geöffnet neben mir. Ich habe das schon heute Nachmittag bekommen, aber ja, ich hatte Besuch. Und ja, genau. Dann fangen wir einfach mal an. Und zwar fange ich jetzt einfach mal mit den Basics an. Also was für mich Basic ist, was ich immer wieder nachkaufe, ist Sticky Tape. Das sind jetzt hier 2-3 mm Rollen. Dann habe ich Foam Tape noch. Also stimmt nicht, ich habe hier so Foam Pads mal viereckig genommen. Diesmal ein bisschen viereckig, klein und groß. Und dann natürlich wieder die Runden. Die sind eigentlich ganz gut. Dann habe ich das Hybridkissen bestellt, allerdings nicht für mich. Dann des Weiteren so einen Zickkleber habe ich bestellt gehabt. Ja, die sind ganz gut. Also ich habe den anderen Stift, den ich habe, den habe ich in Benutzung. Und eben, die sind ganz gut. Und deswegen habe ich mir einfach mal noch in, wenn ich jetzt aufkriege, einen dickeren bestellt. Ich habe den ganz dünnen, der schreibt wie ein Filzstift. Und jetzt habe ich halt wie so ein Edding dicke. Genau. Dann habe ich mir noch, also das habe ich bestellt. Allerdings ist das auch nicht für mich. Naja. Genau. Ja, Basic. Ja. Ich habe dieses Teil immer mal wieder im Video gesehen. Ich glaube, das war bei Stempelwiese. Sie hat es von Stampin' Up. Ich habe es jetzt von VR Memory Keepers. Das Prinzip ist das gleiche. Genau. Und wenn man einen Marker hat, der so eine schöne Brushspitze hat, da kann man das aufs Papier pusten. Ja. Fand ich ganz cool, würde ich gerne mit euch mal kurz reinschauen. Also, nehme mir jetzt einfach mal Zeit, ein bisschen. Das hat doch was, oder? Das ist einfach nur Luft. Und wenn man den Marker hier einspannt, dann kann man hier auch drehen, glaube ich. Also, ja, jetzt nicht kaputt machen oder so, aber hier dreht man das einfach und dann kann man den dann hier einspannen und befestigen und dann kann man hier pusten. Das ist total cool. Mag ich. Finde ich gut. Also es ist ein Tool für mich, was ich cool finde, deswegen das durfte mit. Ja, und dann habe ich noch ein Tool, ich ja schon mal in dem Video erwähnt habe, dass ich meine Big Shot nicht mehr habe erstmal für einen Moment. Und ich habe mir dafür jetzt einfach mal so eine kleine süße Weise hier gekauft. Ich würde sie auch ganz gerne mit euch aufmachen. Ja, und hier lacht mich schon was an. Und zwar habe ich hier einen süßen kleinen Prägefolder mit einer Torte und Happy Birthday. Finde ich total niedlich. Dann habe ich hier noch so eine süße kleine Bordüre mit bei. Das finde ich ganz cool. Die sind echt niedlich. Die sind echt niedlich. Also, ich schätze mal, die Sache mit dem Sandwich funktioniert da genauso wie sonst auch mit der Big Shot. Ja, ich habe da so einen kleinen Farbknall. Ich wollte unbedingt... Ah, ich wusste gar nicht, dass da Stempel dabei sind. Aber, genau, man hat auch die passenden Stanzformen zu dem Stempel. Ich habe einfach gedacht, ich kann da vielleicht auch mal so ein paar Stempelabdrücke einfach mal schnell da durchleiern und... Ja, genau. Bis ich meine neue Big Shot in Empfang nehmen kann, leistet mir die Sidekick hier Gesellschaft. So, das ist also das. Und dann ist hier das Gerät drin. Mit ein bisschen Karton. Oh, Entschuldigung. Ist ja nicht niedlich. Die ist doch so süß. Ich weiß gar nicht, ob das so sein muss. Auf jeden Fall. Ah, die zieht sich dann so an. Ich kann die jetzt dann schon feststellen. Dann muss ich das einfach hier so rum und dann ist die fest. So. Das machen wir mal ab. Alles, was so original dazu ist, behalte ich mir auch.
falls ich mich entschließen sollte, die nochmal irgendwann abzugeben. Ich meine, das ist jetzt nicht so groß, das Köfferchen da. Aber das ist doch total cool. Kann man da was falsch machen, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall muss das dann so. Denke ich mal. Ja, ohne Beschreibung lesen ist gut, ne? Ja, also Embossing Pad, aha. Kommt nur das durch, ne? Proberödler ohne Papier, ne? Aha, so. Jetzt wird sie sich leider noch dumm anstellen, ne? Okay, so geht das. Das ist doch cool. Sehr geil. Na gut, also, dann habt ihr das jetzt auch gesehen. Wie gesagt, die ist weiß. Ich wollte unbedingt die weiße. Die braune hat mir einfach nicht gefallen. Es tut mir leid. Also, jetzt hätte ich die braune wahrscheinlich genommen. Aber nein. Lisa wollte die weiße. Okay, dann. Das zählt für mich jetzt ja auch noch zum... Also ich habe jetzt hier mein Kärtchen gefunden. Vielen Dank für deine Bestellung. Dann habe ich mir noch Nuvo Drops geholt. Ich habe einmal schwarz. Also das heißt Glossed Ebony Black. Ja, ist halt schwarz. Ist ein Crystal Drop. Ist einfach halt schwarz, ne? So. Also Nuvos werden es irgendwie auch bei mir auch immer mehr. Und dann habe ich hier noch, der ist ganz toll, Pale Gold. Also der ist jetzt nicht so ganz so hell, wie es jetzt durch die Kamera kommt, aber das ist auch mein Licht. Aber das ist auf jeden Fall sehr schimmrig, es ist sehr metallisch, das finde ich echt schön. Ist auch ein Crystal Drop, ich nehme mal an, dass das auch metallisch ist. Ach genau, und eins habe ich hier noch. Naja. Okay, und dann habe ich hier noch Buttermilk. Ja, fand ich eine ganz coole Farbe. Ist, wie gesagt, in der Kamera auch wieder ein bisschen heller, wie es eigentlich ist. Es ist so ein peachiger, ganz hell peachiger Ton. Einfach nur. Das sind die. Dann hatte sie jetzt mal wieder was von Doodlebug drin. Ja, da habe ich mich auch drauf geworfen, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe auch ein bisschen was mitgenommen. Und zwar habe ich zwei solche mitgenommen. So in weißer Voraussicht halt. Die habe ich auch zweimal. Die Doodlepops sind voll cool. Dann habe ich noch. Ja, das ist zu Sweet Summer, Kollektion Sweet Summer, das sind diese, ja, keine Ahnung, Sprüche, Dingers halt, sind cool, sommerliche Farben. Dann habe ich mir noch den Lotz Olac geholt, den hatte sie auch drin. Also, das ist halt Doodlebug, das muss man halt mögen, ne, die bunten Papiere da. Also, von der Seite her, ja. Ich wieder weißer Voraussicht nichts vorbereitet. Also, haben wir auch wieder so die kleinen Bilderchens drin. Und ja, da kommen die Bilder nochmal und nochmal. Aha, und nochmal. Viermal die Bilder, das ist ja cool. Interessant, ne? Dass dieselben wahrscheinlich nicht. Bin jetzt hier gerade ein bisschen irritiert. Ich sehe das schon, ne? Ja, okay. Naja, macht ja nichts, ne? Und dann habe ich noch den Sweet Summer Block halt, ne? Weil ich habe da zu Sweet Summer jetzt die Doodlepops, dann das Dings, also Die Cuts, den Block habe ich da auch. Ja, das schreit natürlich, aber das ist natürlich geil, ne? Also solche Regenbogenpapiere mag ich ja, Punkte gehen bei mir sowieso immer. Es ist sehr neutral. Also wie gesagt, neutrale Sachen haben die auch hier drin. Wie gesagt, Punkte gehen immer.
Also das Papier ist echt, da wussten sie nicht, was sie da zuerst drauf klatschen sollten. Aber das ist halt so, ne? Bei Doodlepack, ne? Bei Doodlepack. Und ja, aber schön finde ich es deswegen trotzdem. Genau. Und zu guter Letzt habe ich noch, also zu guter Letzt von Doodlepack, ne? Habe ich dann noch den Sweet Summer Stickerbogen. Ja. Oder die Bögen, es sind ja mal zwei Sheets drin. Also, ja. Okay. Also auch Sweet Summer Collection. Dann habe ich diesen Block hier bestellt. Das sieht ja hier draußen eigentlich, was drauf ist. Mache ich jetzt auch nicht auf. Und dann habe ich noch, ja, den habe ich nochmal geholt. Den hatte ich das letzte Mal euch schon gezeigt. Den liebe ich einfach. Der ist schön. So. Dann habe ich mir noch, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich den gekauft habe, aber okay. Nee, weiß ich echt nicht. Tut mir leid. Das ist mir gerade zu hoch. I don't know. Mal schauen, wie ich den jetzt am besten aufkriege. Also wieder ein Lawn Fawn Paper Pack. Ne? Ich habe ja gestern, ich glaube, erst den Haul hochgeladen, den Ich Horte Video hochgeladen von Lawn Fawn. Von daher, das ist schon cool. Kann das auch wieder mit zu meiner Sammlung. Ne? So, also jetzt habe ich es mal geschafft. Genau, das ist einfach nur hier so dieser Holz, diese Holzoptik. Ich kann mir das auf vielen Sachen gut vorstellen dazu. Ui, ein Fehler, du. Ganz schön. Oder war ich das gerade? Keine Ahnung. Mit meiner Schere. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall gibt es hier ganz viele verschiedene Motive. Ist auch sehr gut herbstlich mit dabei. Also, Herbst kann wieder kommen. Genau. Ich habe dann noch den. Mal so zeigen. Yeah, Schmetterlinge, Schmetterlinge, Schmetterlinge. Genau. Und dann, ach genau, das habe ich kurz vergessen. Ja, ich habe den mitgenommen. Ich konnte an dem nicht vorbeigehen. Ja, ich weiß, ich habe nirgendwo in irgendeiner Verwandtschaft jemanden, der einen Jungen kriegt, aber ja. Ich hatte in meinem Adventskalender von Vera hatte ich einen Stickerbogen da dazu drin. Zu diesem Block. Aber das Paperpack nicht. Und jetzt habe ich gedacht, okay, hole ich mir halt das Paperpack noch. Was so ist. Genau. Ich finde diese Viecher, die sind da wieder so geil, ne? Mit Buchstaben, da kann man schön ein bisschen spielen mit den Buchstaben und dann hat man hier halt, ich finde die Farben schön, mir gefällt sowas. Mal wieder hier kariert. Ja, das finde ich echt schön. Ja, muss mal gucken, aber das ist ein schöner Block, ich mag den. Hello Baby heißt der. Es ist halt die jungen Variante, ich habe jetzt auch nur die jungen Variante, ich wollte das Mädchen nicht haben. Nö. Ja, ich habe hier noch so ein, ja, soll ich sagen, Basic. Soweit ich mich erinnern kann, ist das so mit Füllung, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Oh, puh. Boah, mein Gott, riecht das neu. Boah, das ist echt. Kennt ihr das, wenn das so neu riecht? Das ist echt furchtbar. Und ja, ich habe es mit Füllung. Ich habe allerdings hier noch ein paar freie Plätze. Das heißt, meine passen da auf jeden Fall auch rein. Also, aber das ist an sich ganz schön cool. Wie gesagt, das ist ja alles Klett. Und meine passen da auch rein. Also, die ich alle habe. Ja, das finde ich gut. Ich weiß nicht, wie es dekoriert ist. Auf jeden Fall sieht das jetzt so von innen aus. Und da habe ich wieder was. Ich mag die Kleinen übrigens auch sehr gern, deswegen ist das total cool, dass da Kleine auch drin sind. Genau. Das ist jetzt also das. Das habe ich noch. Ich
weiß nicht, wie gut das jetzt gewesen ist. Ja, kommen wir jetzt mal zu der schönen Seite des Lebens, ne? Stempel. Stempel. Das ist sehr geil. Also ich habe mir diese Stempel gekauft. Sie heißen Coaster Critters. Ich fand die so geil, weil ich habe da was gesehen im Lawnfawn-Video. Und ja, da kann man nämlich eine, ja, so eine Slider-Karte mitmachen, dass das Mäusel dann im Achterbahn runterfährt. Und da ist mir spontan eine Idee gekommen und die werde ich wohl auch umsetzen. Ich hoffe, dass das mit meiner Sidekick geht. Und jetzt, wo ich sie so vor mir sehe, ist sie doch kleiner wie gedacht. Auf jeden Fall habe ich dann noch diese hier. Ich habe also mit Kleid die passenden Stanzen zu Coaster Critters, weil ich habe einfach keinen Bock, diese ganzen kleinen Viecher und das kleine Gedöns hier noch auszuschneiden. Also, nee, um Gottes Willen, das mache ich nicht mehr. Deswegen gleich Komplettpaket quasi. Das wollte ich so. Dann habe ich noch, ich hatte ja dieses Bären-Set gehabt. Das könnte ich euch mal kurz zeigen. Ja genau, das Bären-Set hatte ich ja schon eher gekauft. Ich glaube, das war letztes Jahr im Dezember oder so. Habe ich mir jetzt die passenden Stanzen dazu geholt. Ja, Very Happy Holiday Stanzen sind das. Die sind ganz toll. Dann habe ich noch, das ist vom letzten Jahr, Frühling, Let's Celebrate. Ich habe das ja von diesem Jahr auch schon, deswegen habe ich mir das vom letzten Jahr geholt. Und ich habe das vom letzten Jahr, was es im Winter gab. Also ich bin jetzt super eingedeckt, weil ich mag das einfach, diese Ballon-Dings, diese Blumen und eben, das mag ich halt. Habe aber diesmal keine Stanzen dazu. Noch nicht. So, und dann habe ich mir noch, der ist relativ neu, der heißt Eukalyptus. I love Eukalyptus. Was? I love Eukalyptus. Na, keine Ahnung, was das heißen, bedeuten soll, heißen soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den kleinen süßen Koala-Bär hier noch gekauft. Und ja, dann gab es das C-Design-Stempel neue. Ich habe die zwei süßen hier mitgenommen. Allerdings hat Simone mir geschrieben, dass die nicht montiert sind. Also nicht montiert. Die sehen dann halt so aus. Da gibt es nur den Gummi. Und da hat sie mir kurzerhand ja, EZ Mount mit ins Paket gelegt. Finde ich übrigens total nett. Vielen lieben Dank an dich. Ich habe mich leider versprochen, ey, ne? Weil ich habe ja zwei. Und sie legt mir so einen riesigen Bogen EZ Mount. Ich habe das ja nicht zu Hause, ist ja logisch, ne? Jeder, wir haben ja alle gedacht, das sind normale Rubber Stamps, wie CC Designs das immer macht. Da ist übrigens dann auch der Preis, weil da war ja ein bisschen, die sind ja ein bisschen günstiger wie die Mädels, die sie normalerweise rausbringen. Und da war mir der Preis jetzt, am Ende ist mir der Preis auch ein bisschen klarer. Also, ne? Auf jeden Fall habe ich die Ladybug und die Butterfly-Mieze da. Genau, mit dem EZ Mount. Ich habe auch davor keine Angst, weil das ist extrem klebrig. Und das ist halt die Seite, die dann abgezogen wird immer und auf den Stempelblock kommt. Also wird gut werden. Ja, der musste auch noch mit. Ich habe es getan. Ich wollte den haben. Ich finde die Eulen toll. Ich hatte ja nach den Eulen von Gerda Steiner geschaut. Die habe ich ja nicht bekommen. Deswegen habe ich jetzt die Eulen genommen von My Favorite Things. Die heißen Tweet Friends, sind aber ähnlich niedlich gehalten. Von daher finde ich das voll okay. Ich finde das Set sehr schön. Ich mag hier alle Eulen. Die sind total niedlich. Ich habe es ja eh mit Eulen so ein bisschen immer noch. Nur ein bisschen. Und ja, kleiner Pilz, ein paar Blümchen, Blätter, ja, einfach nur niedlich. Und deswegen, ja Leute, das war es auch schon wieder von mir. Ist heute ein bisschen ein längeres Video, sonst habe ich meine Haare immer relativ kürzer gehalten, aber das ging jetzt halt nicht. Und ja, ist ja auch Boogie, auf jeden Fall ist der Karton leer. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.